Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Near Replicant. Beim letzten Mal haben wir Khalil vom Schrottplatz zusammen mit P33 erledigt und uns seinen Schlüsselstein geholt. Und dann waren wir auch gleich noch beim Märchenwald und haben dort so ein bisschen die ganze Geschichte nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet, die uns der Baum ja auch schon im ersten Durchlauf erzählt hat. Da gab es, glaube ich, gar keinen Unterschied zum ersten Durchlauf. Aber wie gesagt, das war ja auch nicht so ein direkter Schatten. Und jetzt bleibt noch der Adlerhorst. Also, wir wissen natürlich nicht. Vielleicht hat Popola noch was rausgefunden, meine ich natürlich. Learned anything new about the Shadow Lord's Key, Popola? You know, I was just going to talk to you about that. You remember the Aerie, right? That depressing shell of a village? Not so much anymore, it sounds like. I just got this letter from the village chief. Have a look. Vom Büro des Anführers von Adlerhorst an Popola. Ich grüße dich und dein Dorf. Ich hoffe, alles ist gut. Unser Dorf hat sich schon zu viele Jahre von der Außenwelt abgeschottet. Daher haben wir beschlossen, dass es Zeit wird, dies zu ändern. Als Teil dieser Unternehmung haben wir vor, einen Laden im Dorf zu eröffnen. Es ist nun soweit und ich freue mich schon darauf, viele Kunden aus der ganzen Welt begrüßen zu können. Hinsichtlich des Schlüsselworts Opfer, das du erwähntest, kann ich dir sagen, dass einer unserer Dorfbewohner behauptet, die Bedeutung dahinter zu kennen. Du bist herzlich eingeladen, bei deinem Besuch von Adlerhorst mit ihm zu sprechen. Bis bald. Sacrifice? Isn't that the name of one of the key fragments? That's right. I've been trading notes with leaders from every town in the land. You're amazing, Popola. This entire affair strikes me as a bit too convenient. I'm afraid Grimoire Weiss is correct. What do you mean? The area has been shut off from the world for years. And now they've not only opened trade routes, but they freely exchange information about the Shadow Lord. I agree. It seems rather unnatural and dangerous. You're overthinking it. Besides, I don't care if it's dangerous. I won't get Yona back by just sitting around and waiting. There are shades there. I'll just kill him and be done with it. Oh dear. Well, if that's the way you feel, I guess I won't stop you. Try speaking with the chief when you get there. Okay, dann probieren wir das mal. Ich meine, wir wissen ja jetzt schon, dass das eine Falle der Schatten ist, die im Adlerhorst leben, so nach dem Motto. Der eigentliche Chef, der eigentliche Anführer hat da ja nie einen Brief geschickt. Also das ist ja eine Falle der Schatten, um uns quasi zu erledigen. Was wie gesagt... The area, huh? Alright, let's go see the chief. What a soul-crushing place. Dort haben sich ja scheinbar die Schatten schon lange unter die Menschen auch gemischt. Was wahrscheinlich auch ein bisschen der Grund ist, warum überhaupt das Dorf so abgeschottet ist. Die wollen halt nicht, dass da irgendwie dauernd Replikanten vorbeikommen. Also für sie sind es ja Menschen wahrscheinlich. Replikanten vorbeikommen, die das herausfinden. Und jetzt wollen sie das... Also entweder sie wurden vom Schattenfürsten selbst dafür beauftragt. Yeah, I have my doubts. Aren't you glad to be going back home, Kaine? Home? The place is a shithole. Don't be so nervous, Kaine. We'll protect you. Ooh, the village. It's home to so many terrible little memories. Isn't it, Kaine? Shut up, shut up, shut up! So, ja, wie gesagt, entweder es ist ein Befehl vom Schattenfürsten selbst gewesen, dass die uns versuchen sollen zu erledigen, oder, wer weiß, vielleicht haben die sich das auch einfach selbst gedacht, damit sie in Frieden leben können. Wann die Schatten, ich frage mich zwar, wann die Schatten quasi das ganze Dorf so angefangen haben zu übernehmen, weil ich glaube, in dem... We do not desire. We do not desire needless conflict. If we can continue to live with humans, then we can continue to live peacefully. But that young man will come. Yes, the young man will come. He will kill us all, women and children included. What should we do? What can we do? Ja, damals, ich weiß nicht, ist halt die Frage, wie viele da tatsächlich vielleicht schon Schatten waren, als keine noch ein Kind war, aber kann sein, dass sich das vielleicht erst über die Zeit entwickelt hat. Weil es kann natürlich auch sein, dass sich das erst entwickelt hat, als überhaupt der Schattenfürst angefangen hat, stärker aktiv zu werden, was wahrscheinlich erst funktioniert hat, als es auch ein Replikantenkörper von Nier gab. Wäre zumindest meine Interpretation des Ganzen, also dass das wirklich damals noch Replikanten waren, als keine hier gelebt hat, zumindest als sie mehr oder minder
da gelebt hat, wenn man das so sagen will. Vielleicht hat es auch mit dem Auftauchen des großen Schattens zu tun, der selbst dann sich weiter aufgespalten hat. Ein Teil davon könnte ja sein, dass ein Teil davon auch überhaupt erst in keine geschlüpft ist von dem großen Schatten, was er dann als der Tyrann, wenn wir dann ja als der Tyrann kennen, wäre zum Beispiel eine Interpretation. Wie gesagt, das Spiel lässt so ein bisschen Interpretation offen, was ich an sich nicht schlimm finde. Aber deswegen kann ich euch jetzt auch nicht zu 100% sagen, was genau die Idee ist jedes Mal, sondern ich kann auch nur meine Interpretation der ganzen Ideen reinbringen. Es ist manchmal ein bisschen, also sowas kann frustrierend sein, das kann ich verstehen, aber gleichzeitig, ich denke, den Hauptteil des Plots oder der gerade auch das Thema des Plots, das macht es dadurch jetzt nicht so kaputt, dass man sich vielleicht auch ein paar Sachen denken muss. Aber gut, so. Hallo. Hallo? Wir sind hier von Popolis Village. It's all over. We came to ask about the letter you sent. Our days are numbered. Our village is doomed. As cheerful as ever, it seems. You're the one who wrote the letter, right? I don't know about any letter. What the hell is going on here? It may be faster for us to take our inquiries elsewhere. Let us ask around. Someone must know something. Okay, wir können mal da runter. Vielleicht ist das ein Adlerei? Nee, ist tot. Hätte ja sein können. Stay away. Get back. Ich frage mich halt, die Leute hier sind ja alle sehr ängstlich gegenüber Außenstehenden, ob das damit zusammenhängt, dass das die Schatten sind, die hier Angst vor einem haben, oder ob das Menschen können ja auch Angst vor der Außenseite einfach nur haben. Vielleicht spüren die auch so ein bisschen was. Wer weiß. Wie gesagt, der Adlerhorst ist ja so ein bisschen generell verschlossen. So. Dann lass mal sehen. Wir müssen, glaube ich, genau darüber zu den Händlern. Ein Adlerei habe ich jetzt hier nicht gefunden, aber wie gesagt, so wichtig ist das Verstärken der Waffe jetzt auch nicht mehr. Von daher können wir jetzt auch einfach... Was war das für ein Geräusch gerade? Das klang irgendwie seltsam. Vielleicht war es ein Adler. Sonst wäre es ja nicht der Adlerhorst. Södele, Freunde. Dann erzählt mir mal... was hier los ist. Ich kann erst mal gucken, ob die irgendwas Interessantes verkaufen. Wenn die hier schon einen Laden aufgemacht haben. Ich glaube, die haben wirklich nur solche Standardsachen. Ja. Make sure you stock up on necessities before heading out to hunt. Come back anytime. Hätte ja sein können, dass sie ein Adlerei vielleicht verkaufen, hä? Why not fill your garden with flowers? Natürlich nicht. I hope you grow some real beauts. Und das ist der Waffenhändler. Gut, der hat sowieso nichts mehr. Dann reden wir mit dir, Kollege. Letter, huh? Yeah, I think I heard something about that. So, you know about the letter? Maybe I don't. I'm not sure. Which is it, man? Oh, and if I may ask, are you friends of Kaine? You could say that. Ah, I've heard the rumors. Here to hunt shades, are you? Indeed. Our aim is to defeat every last one. Every last one? Everyone? 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 Vice! Beware, so. This man is a shade. Damn it, it's a trap! I figured as much. You guys sure are taking your goddamn time. A thousand. Oh, warte, das ist ein richtiger Mensch. Ups. Oder ein Replikant. Die greifen uns jetzt natürlich auch an. A carnival of murder. I love it. Ich sollte eigentlich die Menschen vielleicht nicht so extrem angreifen. Ja, menschlich, genau. So kille. Hallo. Danke. Alter, mach ich wie ich. Ich töte die ja mit einem Hit. Ist ja voll nicht übertrieben. Es sei denn, sie blocken tatsächlich mal. Gut, dann kümmern wir uns jetzt als erstes um die Geschichte mit der Schwester hier. Also ich weiß nicht, ob die Menschen, die uns angegriffen haben, oder die Replikanten uns angegriffen haben, weil sie... ob sie in Wirklichkeit Schatten waren oder ob die einfach dachten, hey, wir sind hier, um alle zu töten. Was ich durchaus verstehen kann. Sieht ja so aus. What's going on? Don't be fooled by this lady. She's a shade. No!
Stay back, kid. Your sister is one of them now. I don't care what she is. She's my sister, and I love her. Na gut, dann müssen wir als erstes sie und dann die restlichen Schatten hier auch noch erledigen. Stop it! Don't hurt my sister! So, wieder Obertitel lesen. Oh Gott, wie viel kommen denn da noch? Ganz Unrecht hat er ja vielleicht nicht, ne? Keine gibt's dir. Achso, die liegt da noch. We're trying to save you from the shades. Villagers are under attack over there. Da habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen zu schnell getötet, aber gut, ich glaube, da hat sich jetzt nichts mehr geändert. Das hatten wir ja schon. So, dann kümmern wir uns mal um. Achso, muss weiterklicken. Kümmern wir uns mal um die da drüben. Die großen Schatten, der sich da verbindet. Das ganze Blut zieht sich ja da rein. Da, wo sich jetzt die Schatten vereinigen. So, erstmal du. Oh, der war ein bisschen kurz. Ich brauche immer nur einen Treffer, ey. Für die zumindest hier. Mal gucken, wie viel der Große hier braucht. Oh, die Bewohner sind auch gegen uns, oder wie? Oder für uns? Das weiß ich jetzt nicht so. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ah, gut. So, erstmal ein bisschen die Rüstung abhauen und fertig. Da fliegt das Blut. This beast a shade as well. That thing sucked up the villagers. No! If we keep this up, we're gonna kill them all! We can't let that happen! So, dann kümmern wir uns mal um dich, Kollege. Ja, eine ganze Menge Schatten. Würde ich mal meinen, weiß. Oh Gott. So, aufpassen hier. Jetzt da einmal durch. Ich meine, bisher ist ja noch relativ simpel. Jetzt wird's schwieriger. It will take more than a barrage of magic to stop us. The first to waver is the first to die. Du sagst es, weiß. Bisschen da angreifen. Sehr schön. Und dann. Ah. Dammit. Ich dachte, ich komme noch ran. Aber gut. Ich warte einfach, bis er jetzt. Jetzt kann ich schön angreifen. Da reicht auch mein normaler Angriff jetzt bei unserem überlevelten Bereich hier. Wait! I think those are actual people! Hold nothing back. Those are shades. Du sagst es, weiß. Ich mache. Mist. Der schützt sich, der Mistkerl. Jetzt gibt's volles Blut aufs Maul, Freundchen. So, jetzt kommen die Tentakel. Oh, nevermind. Irgendwie haben wir den Teil übersprungen. Ja, auch egal.
So, jetzt kommt der Laser, ne? Erstmal, bevor... Ja, die Tentakel haben wir jetzt irgendwie übersprungen, aber ist ja auch nicht so wild. Try attacking it from above. Wie Emil da immer reinspringt. So, Emil hält es jetzt auf. Die machen jetzt hier einen Kamehameha-Kampf. Alles klar. Bin ja schon unterwegs. Bin doch schon unterwegs. Ja, ja, weiß. Ich bin dir einen Schritt voraus. Oder gleich mehrere, je nachdem, wie man das sieht. So, ich glaube, ist das die richtige Höhe oder muss ich noch einen höher? Dreh dich mal schneller, Kamerad, noch einen höher. Geh ran an die Leiter, danke. Wenn man die nicht genau trifft. Na gut, ich glaube, so schlimm ist es auch nicht. Ich war bloß sehr daneben diesmal. Kamerad dreht sich manchmal so langsam. Bin ja schon dabei, weiß. Dinger mal kurz abwehren und jetzt Angriff. So, zack, zack. Wow, nein, pff. Ich bin aus Versehen nach vorne gesprungen. Das war nicht mein Ziel. Ich bin schon da gewesen. Bin bloß runtergefallen. Ich wollte drüber springen, aber nicht so drüber springen. Au. Also Magie macht jetzt immer noch derbe viel Damage. So, jetzt ist das. So, ich glaube, wir haben es. Jawohl. It is escaping to the inner level. I'm coming. Gotta catch my breath. Careful, Emil. Won't help anyone if we lose you here. So, dann ganz schnell noch ein Arzneikraut rein. Nur so zur Sicherheit, man weiß ja nie. Und dann kümmern wir uns jetzt um das Vieh. Selbst unsere normale Magie hier macht ja schon genug Damage. So, komm her, Kollege. Damn it. You beat the hell out of that thing. How can it still move? Die schreien da drin auch richtig, ja? Guter Treffer. Jetzt kommen die Tentakel. Gut, aber das ist ja eigentlich nur für uns, damit wir Blut zurückkriegen. So ein bisschen, damit wir unsere Magie einsetzen können. Au. Ansonsten ist das ja nun wirklich kein großes Problem. So, du lädst irgendeinen Laser auf, wie es aussieht. Das werde ich mal nicht zulassen, Freundchen. Oh, okay, ich lasse es zu. Offensichtlich habe ich es nicht schnell genug getötet gekriegt. Ich krieg's auch gerade nicht getötet, aus irgendeinem Grund. Emil, ich brauche deine Hilfe. Ich krieg's alleine nicht getötet. Ran da. Jetzt stirb schon, Junge. Während der Zeit konnte ich es nicht verletzen, oder wie? Hallo? Warum stirbst du nicht? Junge, jetzt. Jetzt kommst du ran. So, dürfen wir es jetzt? Danke. Geht doch. Das passiert, wenn man zu schnell für das Spiel ist. Oh, wieder was zur weißen Chlorierung. Emil. Emil, wait. Emil! He's gone. His instincts have taken hold. The ultimate weapon is being deployed. Ah, fuck. This ain't good, Sunshine. Treffender könnte man's nicht sagen.
unkontrollierbare Magie. Ich muss die Menschen beschützen, die ich liebe. Das war mein einziger Gedanke, als ich meine Magie entfesselte, die stark genug war, nicht nur den Schatten zu vernichten, sondern auch alle anderen. Einfach alle. So viele Unschuldige. Zerstören, vernichten, zerschmettern, töten. Dies sind die dunklen Impulse, die alle anderen Gedanken verdrängen. Als ein Wesen, das als magische Waffe erschaffen wurde, sind dies meine Instinkte. Vielleicht ist es auch besser, sich auf sie zu verlassen. Ja, jetzt kriegen wir noch ein wenig Hintergrund zu Emil. Eine Hupe ertönt aus den Tiefen des Labors. Dicke Metallrohre rasseln herunter, riegeln den Raum mit metallischen Poltern ab. Experiment abbrechen! Nummer 6 ist außer Kontrolle geraten! Alle Mann sofort raus! Raus hier! Die Worte des Forschers wurden abrupt abgeschnitten, als eine gewaltige Hand sich aus der Dunkelheit materialisiert und ihn hochhebt. Der Forscher beginnt zu schreien. Er schreit und schreit. Das Geräusch hallt von den Wänden des Labors wieder, bis die Hand zudrückt und den Raum in ein tiefes Rot taucht. Seine übrigen Kollegen stehen regungslos mit offenem Mund da. Sie können nicht verarbeiten, was sie gerade gesehen haben. Dann geht eine Wissenschaftlerin einen Schritt zurück und lässt einen herzzerreißenden Klageschrei los. Doch das ist ein großer Fehler, denn ihr Schrei lässt ein schreckliches Monster erscheinen. Sein Körper ist ein aufgedunsener Leichnam, sein Kopf ein grinsender Totenschädel. Und es ist gewaltig, mehrmals so groß wie ein Mensch. Der Kopf baumelt von einer Seite zur anderen, und als es auf allen Vieren durch den Raum stampft und dabei an die wilden Bewegungen eines elendig verhungernden Tieres erinnert. Diese Kreatur, dieses Ding, ist die experimentelle Waffe Nummer 6, auch bekannt als Halua. Nein, oh nein, bitte aufhören! Oh Gott, rette mich! Ich will hier nicht sterben! Einer nach dem anderen verstummen die irren Schreie der Forscher. Sollte Nummer 6 ihre Bitten verstehen, so wird ihnen keine Beachtung geschenkt. Stattdessen setzt das Monster seinen Amoklauf der Zerstörung und des Abschlachtens mit einer Konzentration fort, die schon an Besessenheit grenzt. Nach einer Ewigkeit nehmen die Schreie ein Ende. Der Alarm verstummt. Und erst dann macht die Kreatur ein Geräusch. Sie heult mit einem unfassbaren Brüllen auf, das die leeren Räume des blutgetränkten Labors rauf und runter schallt. Es ist ein Laut, der jene verflucht, die es gewagt haben, etwas derart Böses in die Welt zu setzen. Und trotzdem eines, das auch Hilfe sucht. Die Schritte von zwei Fußpaaren sind in einem ansonsten stillen Flur in der ersten Etage des Labors zu hören. Das eine Paar gehört einem jungen Mann, dessen Augen verbunden und Hände gefesselt sind. Das andere Paar gehört einem ernsten Mann in einem langen weißen Kittel. Der Mann zerrt den Jungen an einer langen Kette mit sich, die mit den Handschellen an seinen Handgelenken verbunden ist. Überall in dem Flur liegen Trümmer herum und machen es einem Jungen, der nicht sehen kann, sehr schwer voranzukommen. Entschuldigung, könntet ihr vielleicht etwas langsamer gehen, Herr? Ich bin nicht daran gewöhnt, mit verbundenen Augen zu gehen und... Anstatt anzuhallen, erhöht der Mann das Tempo nur. Beim Versuch mitzuhalten, stolpert der Junge. Ach, bitte, Herr, ich kann nicht. Halt deinen verdammten Mund, schreit der Mann und zieht so fest an der Kette, dass den Handgelenken des Jungen blutige Streben zurückbleiben. Diese letzte Demütigung ist zu viel und der Junge kann seinen Sturz nicht mehr aufhalten. Ohne sich abfangen zu können, stolpert er auf den Boden und schlägt mit dem Kopf auf einen Haufen Schutt auf. Blut läuft sein blasses, verängstigtes Gesicht herunter. Vom Schmerz gequält, öffnet der Junge ungewollt seine Augen. Die fallenden Bluttropfen geben ein seltsames Knacken von sich, bevor sie sich in kleine weiße Steine verwandeln. »Mach deine verdammten Augen zu!« brüllt der Mann. »Ja, Herr«, stammelt der Junge, als er seine Lider wieder zusammenpresst. Ihm war nicht bewusst, dass die Augenbinde bei dem Sturz heruntergerutscht war, aber jetzt hält er seine Augen so fest geschlossen, dass er Sterne vor dem Dunkel seiner Augen sieht. Der Junge heißt Emil, auch bekannt als Nummer 7. Er ist eine magische Waffe, seine Augen können alles, das sie anblicken, in Stein verwandeln. »Sieh mich auf keinen Fall an!« bellt der Mann. »Tut mir leid, ich blicke jetzt zu Boden, gib mir nur die Augen bitte!« Anstatt abzuwarten, drückt der Mann Emils Gesicht mit einem schweren Stiefel zu Boden. »Herr, halt, ihr tut mir weh!« »Augen und Mund bleiben geschlossen, los!« Der Mann weiß, dieser Junge, diese Waffe könnte ihn mit einem einzigen Blick auslöschen, und doch erleichtert es ihn, den Jungen auf eine Weise zu unterdrücken. Anschließend beugt sich der Mann hinunter und knotet die Augenbinde fest um den Kopf des Jungen. »Also gut, auf die Füße, lass uns gehen!« Emil stellt sich wankend hin und versucht, die rote Flüssigkeit zu ignorieren, die sein Gesicht herunterläuft. Das Blut ist egal. Der Schmerz ist egal. Wichtig ist nur, den Auftrag zu Ende zu bringen, den sie ihm gegeben hatten.
Die zweite Etage des Labors ist in einem noch schlechteren Zustand als die erste. Überall liegen Trümmer herum, was es unmöglich macht, irgendwo ordentlichen Halt unter den Füßen zu bekommen. Als der Mann auf Schutt blickt, der mit einem tiefen Rot überzogen ist, muss er plötzlich an warme und klebrige Brownies denken, die mit Erdbeersoße übergossen sind. Sein Magen knurrt, und als er versucht, seinen Blick abzuwenden, landet dieser auf den Überresten eines Menschen, der in etwas verwandelt wurde, das man nur noch als dicke Fleischmasse bezeichnen kann. Der Mann blinzelt, sein Verstand wird seltsam leer, bevor er schließlich versucht, genau zu bestimmen, wie viele Menschen geopfert werden mussten, um die verstreuten Fleischhaufen um ihn herum zu erzeugen. Einen Moment später hört er ganz auf zu denken, fast so, als ob sein Verstand begriff, wie töricht es ist, solche Gedanken zu hegen. Das restliche Stück kannst du allein gehen, sagt der Mann mit einer Stimme, die viel schwächer ist, als es ihm passt. Ich meine, was tut es zur Sache? Du bist nicht mal ein Mensch, du bist ein Monster. Und damit wirbelt der Mann herum und sprintet den Flur entlang. Der hilflose Emil hört einfach nur zu, wie die Schritte des Mannes in der Ferne verstummen. Emil befindet sich alleine in einem Raum voller Gestank nach Tod und Blut. Einen Moment lang überlegt er, ob er die Augen öffnen soll, aber der Gedanke an die Schrecken, die ihn dann erwarten, machen seinen Plan schnell zunichte. Stattdessen steht er einfach nur da und lauscht intensiv. Letzten Endes erreichen ferne Geräusche seine Ohren. Das ist das Heulen, das ich zuvor schon gehört habe. Emil geht weiter und nutzt den Klang der fernen Stimme zur Orientierung. Es ist fast so, als ob sie ihn nach Hause rufen würde. Als Emil die dritte Etage erreicht, orientiert er sich ebenso viel nach Gedächtnis wie nach Geräuschen. Seine Hände und sein Gesicht sind mit frischen Wunden und von zahlreichen Stürzen übersät. Aber jedes Mal, wenn er ans Aufgeben denkt, wandern seine Gedanken wieder. Zu seiner Schwester. Wir haben gemeinsam gelernt. Wir haben gemeinsam Kekse gegessen. Wir haben gemeinsam geweint. Wir haben gemeinsam gelacht. Und manchmal wurde nur ich angeschrien. Deshalb war ich nie allein. Unser Zusammensein hat mich stark gemacht. Für Emil war seine Schwester sein ganzer Lebenszweck. Mit diesem Gefühl im Herzen macht er weiter einen langsamen Schritt nach dem anderen. Endlich nähert Emil sich einer bestimmten Experimentkammer im tiefsten Teil des Labors. Das Heulen ist nun sehr nahe und als er den Schalter berührt, der die Tür zur Kammer öffnet, denkt er an seinen Auftrag. Nummer 6 ist die ultimative Waffe. Sie ist seine Schwester und er muss sie in Stein verwandeln. Langsam öffnet sich die Tür und enthüllt die gewaltige Inneneinrichtung der Experimentierkammer. Nach ein paar Schritten nimmt Emil die Augenbinde ab und öffnet langsam seine Augen. Seine Schwester schleicht vor ihm herum, aber sie sieht ganz und gar nicht wie das Mädchen aus, das er einmal kannte. Stattdessen sieht er zwischen den zerfetzten Überresten der Forscher eine wilde Bestie auf allen Vieren. Als das Ding, das einmal seine Schwester war, anhält und den Kopf in Emils Richtung neigt, konzentriert er seinen Blick vollständig darauf. Eine Reihe sanfter Knirschgeräusche ertönt aus der Kreatur, während seine Magie ihre schreckliche Arbeit verrichtet. Zuerst die Finger, dann die Hände, Arme, Beine, Kopf. Das bisschen Farbe, das das Unwesen noch hatte, verblasst zu einem fahlen Aschgrau. Und doch sammelt die Kreatur ihre letzten Kräfte und dreht sich, eine langsame und schwerfällige Anstrengung nach der anderen, langsam zu Emil um. Jemand jaulend nähert sich das gewaltige Monstrum. Macht sie sich Sorgen um mich? Oder will sie mich töten? Emil ist bereit, beides zu akzeptieren. Immerhin war sie seine ältere Schwester, die Person auf dieser Welt, die er am meisten geliebt hatte. Hallo, ich... Als Emil spricht, bleibt Nummer 6 plötzlich stehen. Stille erfüllt die Kammer, als die Geschwister sich gegenseitig anblicken. Es tut mir leid, Halua, aber alle sagen, du seist zu mächtig. Sie sagen, es sei zu gefährlich, es sei denn, ich sperrte dich weg. Es tut mir so leid. Während Emil zusieht, wie ihr Körper wieder zu Stein wird, wartet Nummer 6 in absoluter Stille. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid! In dem Moment, in dem die Versteinerung von Nummer 6 abgeschlossen ist, fließen ihre Erinnerungen in Emils Verstand. Die beiden, wie sie sich in der Kälte zusammenkauern, ganz allein in der Welt, niemand, der sie beschützt. Sie wollte doch nur ihren kleinen Bruder retten. Und doch war es dieser kleine Bruder, der auf eine gewisse Art und Weise sie gerettet hatte. In dem Moment, in dem die Versteinerung abgeschlossen ist, sinkt Emil auf seine Knie. Eine versteinerte Schwester und ein kleiner Bruder, der mit Sünde beladen ist. Alleine in diesem kalten Käfig weinen die beiden mit einer einzelnen, stillen Stimme vor sich hin. Es war unsere vereinte Macht, die Adlerhorst zerstörte. Ganze Existenzen, ganze Leben, sogar ihre Erinnerungen. Wir haben alles zerstört. Wir haben alles zerstört!
Meine süße, sanfte Schwester hat sich in ein Monster verwandelt. Und dasselbe wird auch mit mir geschehen, da ich nun ihre Macht habe. Wenn meine Instinkte als Waffe mich besiegen und dabei zerstören werden, wenn diese Macht jemand verletzen wird, den ich liebe, dann... Und damit haben wir das letzte Fragment. We'd best be off. Yeah. So, diesmal haben wir ein bisschen weniger über die Schatten selbst erfahren, außer dass sie offensichtlich mit den Menschen zusammenleben wollten. Das war ja diese kleine Info ganz am Anfang. Aber vor allem haben wir noch ein bisschen was zu Emil erfahren, vor allem zu den Experimenten, die man sich jetzt fast noch ein wenig schlimmer vorstellen kann, als man das wahrscheinlich ohnehin schon getan hat. Aber gut, wir haben alle Schlüsselsteine gefunden. Das ist erstmal das, was Nia am meisten interessiert. Now we can find the Shadow Lord and Yona. We certainly can. Hold on, Yona. I'm almost there. Das heißt, alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist zurück in unser Dorf zu kehren und dort, ja, im Prinzip glaube ich, Popola Bescheid zu sagen, ne? Jetzt haben die Schatten hier wieder keine Rüstung mehr, sobald man alle Steine gefunden hat. Oder ist es nach dem Adlerhorst? Ich weiß es nicht. Ist ja aber auch erstmal egal. We should return to Popola. What is it? So, we can finally save Yona now, huh? It would appear that way. What is it, lad? You've quite the pensive look on your face. Listen, I need your advice. It's about Kaine and Emil. This upcoming fight with the Shadow Lord is gonna be rough. And while I'd do anything for Yona, I'm not sure it's fair to drag the two of them into this. Are you truly worried about such a thing now? After all our merry little band has been through? Hey, the fuck's this hot garbage you've been spewing? Someone's been eavesdropping, eh? Kaine, Emil, look, I just... Wanted to leave us behind? Why, so we'd be safe? Fuck that. Kaine's right. You accepted me. You told me we'd be together, no matter what happens. Now it's time for us to return the favor. Don't make me start talking about loyalty and debts and all that. You know I hate mushy shit. But... If it makes you feel better, we're not doing it for free. After we rescue Yona, we're totally gonna call in a favor of our own. We're going on a journey to cure Kaine's possession and restore my body. It's gonna be tons of fun. Just think of all the delicious local foods we can try along the way. I'm gonna eat way more than my fair share. So you better get ready to pony up. Thanks, you two. We're gonna rescue Yona. I swear it. Ja, das ist so ein bisschen die Szene, die quasi kommt, wenn man die letzten Teile zusammen hat. Wobei ich sagen muss, nach dem Emil-Geschichte ist das jetzt ein wenig nicht ganz so passend, aber gut, ist ja jetzt auch nicht ganz so wild. Denke ich, gut, damit müssen wir nur noch bei Popola vorbei. I marvel at how relatively simple a task this retrieval process proved to be. It is almost as if someone deliberately set us on this path. You're overthinking again, Vice. But... I don't care if it's a trap. Yona's waiting for me and I'm going. I see. Ja, und wir werden uns, wie gesagt, beim nächsten Mal bei Popola vorbeischauen und dann den Schattenfürsten besiegen.
das letzte Mal. Aber wie wir auf in die Festung des Schattenfürsten mal wieder gehen, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play Nier Replicant. Bis dahin. Ciao.